Es war einmal ein nettes kleines Mädchen. Sie war süß zu allen, die sie nur sahen. Aber sie war die schönste und liebste von allen für ihre Großmutter, die nicht einmal wusste, was sie ihrer geliebten Enkelin geben sollte. Einmal gab sie ihr einen roten Samthut. Und da dieser Hut sehr gut für sie geeignet war und sie nichts anderes tragen wollte, nannten sie sie Rotkäppchen. Einmal bat ihre Mutter, ihrer Großmutter ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein zu bringen. Sie sagen, dass sie sowohl krank als auch schwach ist, es wird gut für sie sein. Sie befahl meiner Mutter, nicht von der Straße wegzulaufen, sonst würde sie fallen und die Flasche zerbrechen, und dann würde Großmutter nichts bekommen. Und wenn sie zu ihrer Großmutter kommt, damit sie nicht vergisst, sie zu begrüßen. Rotkäppchen gehorchte, nahm die Geschenke und machte sich auf den Weg. Und meine Großmutter lebte bereits hinter dem Wald, eine halbe Stunde zu Fuß vom Dorf entfernt. Und sobald Rotkäppchen den Wald betrat, traf sie einen Wolf. Das Mädchen wusste jedoch nicht, was für ein wildes Tier es war, und hatte nicht die geringste Angst vor ihm. Sie grüßte höflich. Der Wolf verhielt sich auch sehr anständig, so dass Rotkäppchen dem Wolf sagte, dass sie ihrer geliebten Großmutter Geschenke brachte. Und während sie erzählte, wie sie zum Haus ihrer Großmutter kommen sollte, dachte der Wolf bei sich, wie er nicht nur die alte Frau, sondern auch ein hübsches Mädchen essen könnte. Und dann dachte der Wolf daran, Rotkäppchen eine riesige Wiese mit schönen Blumen zu zeigen. Rotkäppchen, als sie die vielen wundervollen Blumen betrachtete, dachte, dass es schön wäre, Großmutter einen frischen Blumenstrauß zu bringen, denn das würde ihr auch gefallen. Ja, und rannte von der Straße zur Seite und begann Blumen zu sammeln. Wenn sie eine Blume ein wenig pflückt, während eine andere sie winkt, ist es noch besser, und sie wird danach rennen. Und so ging es immer weiter in die Tiefen des Waldes. Und der Wolf rannte direkt zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Oma fragte, wer da sei. Und der Wolf antwortete mit dünner Stimme, dass es Rotkäppchen war, das den Kuchen und den Wein brachte. Die alte Frau glaubte und befahl, auf den Riegel zu drücken und einzutreten. Der Wolf drückte auf den Riegel, die Tür flog auf und er rannte zur Hütte seiner Großmutter. Ich eilte zum Bett meiner Großmutter und schluckte es sofort. Dann zog er das Kleid seiner Großmutter und ihre Mütze auf dem Kopf an, ging ins Bett und wartete. In der Zwischenzeit rannte Rotkäppchen Blumen hinterher, und als sie so viele davon bekam, wie sie tragen konnte, erinnerte sie sich wieder an ihre Großmutter und ging zu ihrem Haus. Sie war sehr überrascht, dass die Tür weit offen stand, und als sie den Raum betrat, rief sie ihrer Großmutter zu. Es gab keine Antwort. Die Enkelin trat ans Bett und sah, Großmutter lag, und sie hatte ihre Mütze auf die Nase gezogen, und es schien so seltsam. Rotkäppchen fragte verwirrt, warum Großmutter so große Ohren hatte. Und der Wolf antwortete mit der Stimme einer Großmutter, um besser zu hören. Dann fragte Rotkäppchen, warum Großmutter so große Augen habe. Um dich besser zu sehen, antwortete der Wolf. Und die Arme sind so groß, dass es leichter zu greifen ist. Und als Rotkäppchen das Maul des Wolfes sah und nur fragte, warum Großmutter so ein böses, großes Maul hatte, stürzte sich der Wolf schreiend auf sie, damit ich dich essen konnte. Und wie er unter der Decke hervorsprang und das arme Mädchen schluckte. Nachdem der Wolf auf diese Weise genug hatte, ging er wieder ins Bett, schlief ein und begann so viel wie möglich zu schnarchen. Zu dieser Zeit kam ein Jäger am Haus der Großmutter vorbei, hörte Schnarchen und fragte sich, ob der alten Frau, die sie so schnarchte, etwas passiert war. Er betrat das Haus, ging zum Bett und sah, dass der Wolf dort schlief. Und er hat diesen Bösewicht schon lange gejagt. Er wollte ihn mit einer Waffe töten, aber ihm fiel ein, dass der Wolf vielleicht seine Großmutter verschluckte und dass sie noch gerettet werden konnte. Deshalb schoss er nicht, sondern öffnete den Mund seines Wolfes weit und sah dort eine kleine rote Kappe aufblitzen.
Ein Mädchen sprang aus dem Mund und sagte, dass ihre Großmutter noch da sei. Der Jäger öffnete die Kiefer seines Wolfes noch weiter und die alte Großmutter stieg irgendwie hinter dem Rotkäppchen aus. Sie freuten sich, begannen sich zu umarmen und dem Jäger zu danken. Sie beschlossen, einem listigen Wolf eine Lektion zu erteilen. Sie brachten so schnell wie möglich große Steine mit, stopften sie in das Maul und den Bauch des Wolfes und trugen ihn in den Hof. Und als der Wolf aufwachte, sah er den Jäger und wollte fliehen, konnte aber die Last der Steine nicht tragen und fiel zu Boden. Dies erfreute alle drei, während der Wolf aufstand und seinen schweren Bauch kaum in den dunklen Wald zog. Sie haben ihn nie wieder gesehen. Auf diese Weise brachten sie dem gerissenen Wolf eine Lektion bei, und Rotkäppchen entschied, dass sie den Befehlen der Mutter nie wieder nicht gehorchen würde. Im tiefsten Teil des Meeres stand der Palast des Seekönigs. Und er hatte 6 Töchter. Sie spielten den ganzen Tag im Garten. Im Gegensatz zu den anderen Prinzessinnen war die Jüngste ruhig und grüblerisch. Und sie hieß die kleine Meerjungfrau. Am liebsten hörte sie Geschichten über die Welt der Menschen. Traditionell konnte eine Meerjungfrau erst an ihrem 16. Geburtstag zum ersten Mal an die Oberfläche steigen. Und jetzt ist es Zeit, das Land und die jüngste Prinzessin zu sehen. Sie tauchte in der Nähe des Schiffes auf und sang und Musik kam vom Deck. Dies war das erste Mal, dass die Prinzessin das Schiff sah. In der Schiffskabine bemerkte die kleine Meerjungfrau einen hübschen Prinzen. Lange konnte sie ihre Augen nicht von ihm lassen. Plötzlich begann ein heftiger Sturm auf See. Das Schiff des Prinzen traf einen Felsen und zerbrach in Stücke. In völliger Dunkelheit blitzte ein Blitz auf und die kleine Meerjungfrau sah den Prinzen ins Meer fallen. Sie rettete ihn, indem sie ihn an Land brachte. Bald wurde der Prinz von einem vorbeikommenden Mädchen gefunden. Als er aufwachte, lächelte er sie an und dankte ihr, dass sie sie gerettet hatte. Die kleine Meerjungfrau wurde traurig, dass der Prinz nicht einmal von ihrer Existenz wusste. Sie tauchte ins Wasser und schwamm davon. Aus den Geschichten ihres Vaters über Menschen wusste die kleine Meerjungfrau, dass sie den Fischschwanz von Meerjungfrauen als hässlich betrachteten. Um einer Person zu gefallen, musste man daher 2 Beine erwerben. Am nächsten Tag ging die kleine Meerjungfrau zur Seehexe. Die Zauberin stimmte zu, einen Trank für sie herzustellen, der den Fischschwanz in ein paar schlanke Beine verwandeln würde. Der Gang der Prinzessin würde anmutig sein, aber jeder Schritt, den sie unternahm, würde unerträglichen Schmerz bringen. Und wenn der Prinz einen anderen heiratete, verwandelte sich die kleine Meerjungfrau in Meerschaum. Im Gegenzug wollte die Hexe dem Mädchen ihre wundervolle Stimme abnehmen. Die Prinzessin war bereit, dem Prinzen nahe zu sein, und sie stimmte zu. Nachdem die kleine Meerjungfrau nachts zum Palast des Prinzen gesegelt war, trank sie ein magisches Getränk. Ein scharfer Schmerz schoss durch sie und sie wurde ohnmächtig. Als das Mädchen am Nachmittag aufwachte, sah es den Prinzen vor sich und senkte die Augen. Es fand 2 Beine anstelle eines Fischschwanzes. Der Prinz versuchte herauszufinden, wer sie war und wie sie hierher kam, aber die kleine Meerjungfrau konnte nicht sprechen. Trotz ihres luftigen Gangs und ihres schönen Tanzes fühlte sie schreckliche Schmerzen in ihren Beinen. Der Prinz wurde immer mehr an die kleine Meerjungfrau gebunden, behandelte sie aber immer noch wie ein kleines süßes Kind. Es kam ihm nie in den Sinn, sie zu seiner Frau zu machen. Einmal gab der Prinz zu, dass sein Herz von dem besetzt ist, der ihn vor langer Zeit am Ufer gerettet hat, und sie werden heiraten. Die kleine Meerjungfrau war sehr verärgert, konnte ihm aber nicht die Wahrheit sagen. Als es Zeit für die Hochzeit war, lud der Prinz die kleine Meerjungfrau ein, mit dem Brautpaar eine Hochzeitsreise zu unternehmen. Ein luxuriöses Flitterwochenzelt ist auf dem Deck des Schiffes ausgebreitet. Die kleine Meerjungfrau hatte noch einen letzten Abend Zeit, um mit dem zusammen zu sein, für den sie ihr Zuhause verlassen hatte, gab ihre wundervolle Stimme und ertrug jeden Tag endlose Qualen. Aber er bemerkte sie nicht einmal. Als es still auf dem Schiff wurde, saß die kleine Meerjungfrau auf dem Deck und wartete auf die ersten Sonnenstrahlen. Plötzlich bemerkte sie in der Nähe des Schiffes ihre Schwestern. Sie baten die Hexe unter Tränen, die Prinzessin vor dem Tod zu retten. Die Zauberin gab ihnen ein scharfes Messer, mit dem die kleine Meerjungfrau das Herz des Prinzen durchbohren sollte. Ein Tropfen seines Blutes würde ihre Beine in einen Schwanz verwandeln und sie könnte zum Meer zurückkehren. Die kleine Meerjungfrau schaute ins Zelt und sah dort ein verliebtes Schlafpaar. Sie fand nicht die Kraft, dem Prinzen das Leben zu nehmen und warf den Dolch ins Meer. Mit Trauer warf sich die kleine Meerjungfrau ins Wasser. Aber die Güte der Prinzessin schmolz das Herz der bösen Hexe.
Die Zauberin hob ihren Zauber auf und die kleine Meerjungfrau hatte wieder einen Fischschwanz anstelle menschlicher Beine.